Schmidt-Schmidt, sind die schwer hier? Absolut. Matschi! Psst, Dörte. Bist du da? Ja, die Dinger sind echt riesig. Ja, da hast du allerdings recht, da passt wirklich viel rein. Ja, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wir inspizieren gerade die Fässer, die Jesus damals für sein erstes Wunder gebraucht hat. Natürlich sind es nicht haargenau die gleichen Krüge, aber ein sehr realistischer Nachbau aus Israel von dieser Zeit. Ja, in Johannes 2, Vers 1 bis 12 kann man über das erste Wunder Jesu lesen. Er hat damals Wasser in Wein verwandelt. Seine Mutter bat ihn damals, dem verzweifelten Hochzeitspaar zu helfen, denn der Wein war ausgegangen. Er befahl den Dienern, 6 steinerne Wasserkrüge mit Wasser zu füllen. Man benutzte sie eigentlich für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangte. Jeder von diesen Wasserkrügen fasste 80 bis 120 Liter, 1:1, wie die Krüge, die ihr vorhin gesehen habt. Man muss sich mal überlegen, 6 solcher Krüge voll mit Wasser wurden zu Wein. Und der Speisemeister, der von der ganzen Aktion überhaupt nichts wusste, bemängelte am Ende sogar, warum der gute Wein jetzt erst serviert wird. Ich finde es einfach klasse, dass Jesus hier ausgeholfen hat und das Hochzeitspaar vor einer riesigen Blamage gerettet hat. Hier sehen wir, dass er sich um alle Belange kümmert. Wir dürfen einfach mit allem zu ihm kommen. Aber wenn wir schon beim Wein sind, dann schauen wir uns doch mal an, was in der Bibel sonst noch so über den Wein und den Weinstock geschrieben steht. Der Weinstock kommt sehr, sehr oft in der Bibel vor. Von Mose bis zur Offenbarung ist es sehr häufig vertreten. Aber die wohl bekannteste Stelle steht in Johannes 15. In diesem ersten Abschnitt von Kapitel 15 geht es darum, dass wir fest am Weinstock, also fest mit Jesus verbunden sein sollen. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben, die viel Frucht tragen können, wenn wir fest angedockt sind am Weinstock. Er verspricht uns hier, sogar wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt und es wird euch geschehen. Jesus sagt hier auch, dass die Weinrebe ohne den Weinstock keine Früchte aus sich selbst heraustragen kann, sondern nur, wenn sie mit ihm verbunden ist. Das heißt, auch wir können ohne Gott nichts tun, nur wenn wir immer mit ihm verbunden sind. Und das ist eine wunderbare Zusage, findet ihr nicht auch? Aber dafür müssen wir immer fest mit ihm verbunden sein. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du der Weinstock bist und dass du wirklich immer bei uns bist, wenn wir angedockt sind an dir. Und ich bete wirklich, dass wir begreifen, wie wichtig es ist, immer bei dir zu bleiben, immer verbunden zu sein mit dir, dass wir alles bewegen können mit dir, alles schaffen können mit dir. Ich danke dir, dass du immer da bist, für uns da bist und dass du uns hilfst, da wirklich drin zu bleiben. Amen. Und jetzt kommt unser Power-Tipp. Ja, wir haben gedacht, das ist vielleicht ganz gut, wenn ihr das Ganze mal anschaulich seht und euch wirklich Trauben kaufen geht. Und dann macht euch bewusst, wie wichtig es ist, ganz nah mit Jesus verbunden zu sein. Und lasst euch dadurch wirklich für die kommende Woche ermutigen und seid dadurch gestärkt. Ja, es ist schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid und wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss!